Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Forst. Es kam ja jetzt leider öfters nur LS17 Landwirtschaft, weil ich irgendwie auch dazu Lust hatte. Ich habe schon durch auch immer ein bisschen Forst gemacht. Weil ich weiß jetzt, beim letzten Video hatte ich ja hier die Stämme abgeladen. Wollte dann mal testen auch, ob es funktioniert, die da immer gut rauszuholen. Es funktioniert wunderbar. Ich habe schon zwei oder dreimal hier abgeladen und wieder verkauft. Funktioniert echt gut, auch wenn die nicht ganz reinpassen. Klar könnte man längere nehmen, aber die kriege ich nicht mal auf meinen LKW rauf. Und ich möchte nicht mit einem Auflieger arbeiten, weil die Map dafür nicht ganz so geeignet ist. So funktioniert es auch. Wunderbar. Was habe ich hier zurzeit noch so gemacht? Ja, ich habe noch ein bisschen die im Wald, wo ich angefangen habe, schon mal Stoppen weggefräst. Und was ich noch gemacht habe, das kommt aber wenn denn im nächsten Video. Das werde ich euch dann zeigen. Hab da noch ein bisschen hier und da ein bisschen was gemacht. Und noch nicht ganz fertig, aber sieht schon mal gut aus. Jetzt wollen wir erstmal hier die Stämme verkaufen, weil die Firma soll ja wachsen. Dafür braucht man Geld. Ich habe auch wieder ein bisschen schon durch mal gehäckselt, oder hatte ich das letzte Video mit einem Häckselvideo aufgehört? Ich weiß es nicht mehr genau. Weil jetzt sind wir im neuen Jahr, jetzt kommt das erste Forst-Video. Ah ja, ich hatte auch viel Lust, so Landwirtschaft zu machen. Deswegen kam eben da einiges an Videos halt. Weil da möchte ich auch gerne ein bisschen vorankommen. Muss ja sagen, ich spiele ja schon länger mit dem Season Mode, ich hatte noch nicht einmal Schnee. Ich habe immer schon durch die Map gewechselt. Ich will auch mal zum Schnee kommen. Gleich ein bisschen Schnee schieben. Naja, das Problem ja hier ist mit dem LKW abladen durch. Ah. Naja, manchmal auch leider das mit dem Tor. Wegen die Decke hier oben ist, da bleibe ich öfters hängen. Habe ich mir jetzt eben hierfür entschieden. Funktioniert echt gut. Geht auch relativ fix. Mit der Zange. Eben das Doofe ein bisschen ist, dass ich mit dem Radlader so schon hier und da, also schon hier und den Hof immer hin und her fahren muss. Aber da mal gucken, was ich da noch vielleicht verändern kann. So im Wald liegen jetzt vielleicht noch 10 Fuhren Holz. Halt, und noch da, wo ich mit dem Harvester war. Da war ich noch nicht einmal mit dem Buffalo drin. Aber das andere Stück, wo ich zum Schluss mit Buffalo drin war, das ist komplett leergeräumt. Das liegt schon am Wegesrand. Muss ich jetzt nur halt mit einem LKW rausräumen. Und halt im Herbst nachher gucken, dass ich auch die Bäume nachgepflanzt bekomme. Ich sag, da Ärger vom Umweltamt kriege. Sie holzen nur, sie pflanzen nicht. Was ich auch hier noch machen möchte, ist halt pappeln. Deswegen brauche ich jetzt mal ein bisschen Geld, dass ich mir noch ein Feld kaufen kann. Ich glaube, oben beim Hof werde ich das eine Feld da kaufen. Da kommen dann die Pappeln rauf. Hatte ich ja in der bei der Franken-Map. Ja auch. Und halt mit dem Hackschnitzel habe ich noch was anderes vor. Das werdet ihr dann ja auch denn sehen. Für viele wird es nichts Neues sein. Und vielleicht haben andere das noch nicht gesehen. Aber erstmal eins nach dem anderen.
Jetzt erstmal so ein bisschen den Fokus auf ein Stück Waldfläche, wollte ich gerade sagen, auf dem Ackerland. Im Herbst ja dann auch wieder einmal Gras mähen und Heizpellets herstellen. Da muss ich auch noch ein paar Wiesen zulegen. Ja, es war hier hinten so ein bisschen das Problem ist, die da wegzukriegen. Aber das ist ja nicht so wild, wenn die mal liegen bleiben. Das ist ja nicht so wild, weil. Da kommt ja immer wieder was Neues zu. Was ich auch demnächst irgendwann wirklich machen muss, ist wirklich die Bäume pflanzen. Weil ich dann auch immer wieder neuen Rohstoff habe. Weil die brauchen ja jetzt durch den Season Mod ein bisschen mit dem Wachsen. Ich glaube, erst nach 2 Jahren sind sie ja fällbar. Weil jetzt ja nicht so schlimm ist, dass der Stappenbach ja einen etwas größeren Forstbereich hat. Den einen da hinten werde ich wohl wieder nicht kriegen. Der liegt, glaube ich, noch vom letztes Mal. Weil das ist jetzt einmal der LKW plus Anhänger immer. Und wie man sieht, habe ich ja noch so einen Bunker. Parzelle frei. Also könnte ich auch immer zwei hier hinkippen. Oder abladen muss ich ja. Aber mit dem Radlader kann man hier echt gut abkippen. Das kann man nichts sagen. Das geht echt richtig gut. Besser als oben wirklich bei dem Originalhändler, sag ich mal. Da ist der Trigger ein bisschen doof verbaut, wenn man, oder so wie ich ja hier mit dem LKW immer abladen tue. Weil da ja auch das Problem ist mit der Hallendecke. Könnte ja auch diese Halterung da hin platzieren und dann immer da, aber muss ich mal so in die Halle um die Ecke. Verkaufsstellen sind auch neu dazugekommen. Hat für die Pellets und so. Ist oben bei der BGA, kann ich ja gleich mal zeigen. Das ist dann halt so, wo ich alles hin verkaufen kann. Bretter, Paletten. Was produziere ich hier noch? Holzkohle und Grillanzünder kann ich da verkaufen. Ah, jetzt habe ich die drauf. Was habe ich denn jetzt an einem Standort? War ja auch dieses Häckselgut abkippen, da ja nicht ganz so gut funktioniert. Oben beim Händler habe ich ja hier das zweite Gebäude. Wo der Hackschnitzel ja reinkommt. Muss zwar den Hänger immer abhängen. Weil ich so seitlich nicht rankomme. Aber egal.
Da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn beide Gebäude, ein Gebäude beides drin hat. Sag ja, ich bin kein Modder, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, schnell. Komm, fahr rüber da. Weil sind ja beide die gleichen, bloß bei einem kann man eben nur Hackschnitzel und bei einem nur Stämme verkaufen, aber ansonsten sind die beiden ja gleich. Aber so funktioniert es ja auch. Dreihunderteintausend hatte ich. Jetzt bei 337. Gucken, ob ich den erstmal hier wegknipsen kann. Ah, mit einem fahre ich jetzt aber nicht. Nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Muss mal ein bisschen anders ranfahren. Ah, der liegt jetzt nicht ganz so gut. Erst hatte ich ja die Befürchtung, dass ich so nicht in die Halle passe, aber man sieht, ich passe durch. Auch wenn mal einer so ein bisschen aus der Reihe tanzt, kommt man trotzdem rein. Man redet davon und dann passt das. Aber durch die Knicklenkung geht das den einen dann so ein bisschen reindrücken. So wie eben. Dann passt man schon rein. Wir von außen. Tja, wenn da hinten nachher so ein kleinerer liegt, den kriegt man immer so schwer da raus. Aber was soll's? Mit den großen geht's immer, mit den richtig dicken, der hier vorne noch gerade liegt. Die kriegt man mit der Zange immer ganz gut da wieder raus. Oh. Da muss der Maurer irgendwann nochmal an der Hausecke ran. Mal nachputzen. So. Stellen wir den mal wieder dahin, wo er hingehört. Dann steht auch keiner im Weg. Dann komme ich hier immer noch gut rum mit dem LKW. Und ich habe jetzt hier oben die ganzen Verkaufsstellen. Hier oben ist ja der Original. Kann immer dahin. Achso, hier draußen sind die Paletten. Aber eben die Stämme, die kommen hier rein und hier ist ja genau das gleiche Problem mit der Hallendecke. Das ladet sich mal doof mit dem LKW ab. Und der Trigger ist, glaube ich, hier irgendwo für Sex so gut. Das ist. Ah. Der Schweine und Kühe habe ich nicht. Ah, wann?
Genau, hier lang. Das habe ich jetzt dann halt ein kleines Feld gekauft und mir dann halt da mit der Bodenverändungswalze Ewigplatten gemacht. Und da die ganzen Verkaufsstellen platziert. Genau, hier ist es. Sieht jetzt nicht so beeindruckend aus, aber es reicht. Aber hier kommen ja die hier, die Pellets hin. Was war hier? Waren hier die Bretter? Und hier war dann eben Holzkohle, Grillanzünder und ich glaube Paletten. Konnte ich auch da verkaufen. Das war ja hier neben der BGA. Kann man eigentlich die BGA auch mit Hexengut betreiben? Ah, sieht man nichts. Schade. Oder halt, wenn man, ich glaube, es gibt auch eine Verkaufsstelle für Kompost, vielleicht Hexegut, aber Hexegut auch nur aus Kompost, ist ja auch ein bisschen Nonsens. Und dann jetzt hier. Guck mal, jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Hallo? Wo? Ich glaube, hier hoch. Genau. Naja, das sind ab und zu mal die Stämme, die ich hier gegenüber ablade. Ah, hier sieht's Licht aus. Halt, hier bin ich jetzt auch mit dem Buffalo durch. Der Buffalo steht irgendwo hier oben, glaube ich. Ne, das. Nicht das. Der liegt jetzt eben hier oben noch. Ach ne, das hatte ich ja schon weggeladen. Weil hier muss ich auch dann nochmal mit der Stumpenfräse durch. Wie man ja sieht. Dann nehmt jetzt so vorgenommen, jetzt mal hier alle Holzstämme rausholen. Also von dem Teilstück. Weil hier liegt ja noch ein bisschen. Hier ist ein Häufchen. Denn hier. Ist jetzt gar nicht hier unten, glaube ich, liegt auch noch einer. Genau. Hier habe ich ja schon mal angefangen, das wegzuräumen. Eben das ganze Stück hier, was eben auf der rechten Seite war, muss überall noch die Stuppen entfernt werden. Oh. Halt die Seite bleibt so. Da gehe ich dann in den kommenden Jahren mal rein. Quasi, wenn hier die Bäume wachsen, gehe ich dann hier rein. Dass auch hier die toten Bäume halt für die Käfer und so noch stehen. Was ich ja hoffe, ist, wenn ich die Bäume nachpflanze, dass da auch welche vielleicht sterben. Also halt bis hier habe ich dann die ganzen Stuppen schon weggeräumt. Weggefräst. Dann jetzt irgendwann mal hier durch. Das habe ich wieder mit GPS-Hilfe gemacht. Wie mit den Harvester. Dass ich immer so die Richtung kriege. Da ich auch keinen Stuppen vergesse. Ab und zu mal vergesse ich einen. Oder ab und zu mal liegen hier auch noch kleine, dünne Stämmchen. Aber das macht die Fräse weg. Das ist gut. Muss ich jetzt hier irgendwann mal die ganzen Lücken nachpflanzen. Und eben erstmal müssen die Stämme weg, damit ich hier durchgehen kann. Nicht, dass hier überall noch irgendwo Stuppen unterliegen. Schlecht wäre ja auch nicht, wenn vom Season Mod her die Stuppen einfach irgendwann verrotten. Bräuchte man sich darum auch nicht mehr kümmern. So wie hier. Wenn ich das sehe, fahre ich damit die Fräse ruf. Und weg damit. Wie ja gesagt, hier muss ich dann jetzt noch durch. So ein kleineres Stück. Hier ist dann schon Map-Ende. Hier halt, wo der Scorpion King steht.
Die Seite habe ich schon. Hier links muss ich noch durch. Dann halt wieder mit dem Buffalo durch. Bloß manchmal ist hier die Frage, wo lege ich die auf Polte? Muss ja überlegen, dass ich auch gut mit dem LKW rankomme. Da das nicht ganz so abschüssig ist, weil manchmal kommt der nicht mal hoch den Berg hier. Wenn er voll beladen ist. So Leute, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn wir beim nächsten Video wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.